Guten Morgen, liebe Kinder, und willkommen zu unserem Kindergottesdienst. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen dabei seid. Preist den Herrn! Im Hauptthema geht es heute um Jesus als unser guter Hirte. Wisst ihr, was ein Hirte ist? Ich lasse Katrin euch das erklären. Abschließend wird Andrea mit euch ein gemeinsames Lied singen und ein Gebet sagen. Seid ihr alle bereit? Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Dann geht es jetzt los. Viel Spaß! Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir zum Kindergottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Am Anfang wollen wir wieder unsere Kerze anzünden. Sprecht doch einfach mit. Wir zünden unsere Kerze an, damit sie jeder sehen kann. In unserer Mitte brennt ein Licht. Es sagt uns, Gott vergisst uns nicht. Immer wieder erleben wir auch viele tolle Sachen. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht selbstverständlich, dass wir viele glückliche Momente im Leben haben, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, ein Dach über den Kopf haben, ein Bett zum Schlafen, tolle Freunde. Ja, es wird einfach mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Daran muss ich mich auch immer wieder erinnern. Und ja, ich möchte uns heute alle einfach daran erinnern, dass es wichtig ist, Gott zu danken für all das, was er uns schenkt. Und das möchte ich jetzt am Anfang mit euch gemeinsam tun. Lasst uns das Lied singen, Hast du heute schon Danke gesagt für all die schönen Sachen? Gott auf ganz unterschiedliche Weise Dank sagen, so wie wir es eben zum Beispiel getan haben, ihn ein Lied singen. Und heute möchte ich euch von David erzählen. David hat seinen Dank und alles, was ihn so bewegt hat, auch in Liedern zu Gott gebracht, ihm damit die Ehre gegeben, ihn gedankt und manchmal, wenn er traurig war, hat er auch aus seinen Worten Liedern gemacht. Aber so viel mehr möchte ich euch jetzt gar nicht verraten. Seid gespannt, die Geschichte beginnt. Ich wünsche uns eine gesegnete Zeit. 1, 2, 3, es öffnet sich unser Kamin. Shibai. Als David ein kleiner Junge war, da war er ein richtig guter Schafhirte. Viele Tage verbrachte er allein mit den Tieren auf den Weiden. Langweilig war das nicht. Er musste gut auf die Schafe aufpassen.
Er lernte die Landschaft mit ihren sonnigen Plätzen und ihren dunklen Höhlen immer besser kennen. Gern spielte er dort draußen auch auf seiner Harfe und sang dazu, egal ob er gerade saß, stand oder wanderte. Lieder singen konnte er fast immer und an jedem Ort. So wie ein Hirte war, gibst du Gott auf mich acht. Die Sonne, Farben, Licht und Luft, der Regen, Wind und Blütenduft und Menschen, die ich mag, nichts fehlt mir jeden Tag. Die Worte für seine Lieder waren nicht plötzlich alle auf einmal da. Es gab erst nur die Musik, singende Vögel, plätscherndes Wasser, flüsternde Blätter an den Bäumen. Manchmal erlebte David auch Dunkelheit und Unwetter. Es gab Angst und Gefahren dort draußen. Und es gab auch wunderbare Glückstage. Alles, was er als Kind gesehen und erlebt hat, alles das hat David nie vergessen. Die ersten Worte zur Musik, die kamen ihm in den Sinn, als er für Saul, der damals als König regierte, etwas singen und spielen sollte. Es konnte passieren, dass sich König Saul sehr über etwas ärgerte. Manchmal bekam er richtig heftige Wutanfälle. Und dann half nur Musik. Genauer gesagt, Davids Harfenspiel und sein Gesang dazu. So wie ein Hirte wacht, gibst du Gott auf mich acht. Die Schafe, gutes Weideland, hab ich das Brot aus deiner Hand. Und alles, was mir schmeckt, hast du für mich gedeckt. Die Nachricht von der sonderbaren Wirkung seiner Musik sprach sich sehr schnell in der Gegend herum. An vielen Orten, wo Menschen sich versammelten, wurden Davids Lieder gern gesungen. Die Leute merkten, das sind Lieder, die viel mit dem Leben zu tun haben, von Angst und Hoffnung, von Freude und von Traurigkeit erzählen, die hohen und tiefen Töne. Solche Lieder sind wie ein Gebet. Beim Singen spürten die Menschen, Gott ist nahe. So wie ein Hirte wacht, gibst du Gott auf mich acht. Wenn's dunkel ist und ich allein, dann weiß ich, du wirst bei mir sein. Bin unter deiner Hut, das macht mir neuen Mut. Früher hat David diese Musik für König Saul gespielt. Und heute? Heute ist er selber König. David, der singende König, so nennen ihn manche Leute auch. Darüber freut er sich. Beim Singen fühlt er sich mit Gott verbunden. Das ist auch für Könige ein gutes Gefühl. So wie der Hirte wacht, gibst du Gott auf mich acht. Du teilst ein großes Haus mit mir, du freust dich.
schließt sich unser Kami Shibai. So wie der Hirte war, gibst du Gott auf mich acht. Das wurde in der Geschichte gesungen und das wünschen wir euch. Ich hoffe, ihr habt richtig zugehört und nimmt das in euren Alltag mit, dass Gott auf uns acht hat, wie er damals auf David aufgepasst hat. Und egal, was er gemacht hat, er hat auf Gott vertraut, hat mit Gott geredet, hat Lieder gedichtet. Gott hat uns die Musik gegeben, wo wir auch unseren Stimmungen Ausdruck geben können. Und nimmt das mit, singt, singt von Gott, singt von euren Freuden, von euren Schmerzen. Denn ihr habt so viele Lieder. Leider können wir das nicht zusammen machen. Aber mit eurer Mama, mit eurem Papa wird das schon gehen. Und meine Gitarre ist leider verstimmt, habe ich eine neue Seite aufgezogen. Aber die Musik, die möchtet ihr nicht hören. Ich hoffe, sie stimmt bis zum nächsten Mal. Jetzt möchte ich mit euch beten. Ja, lieber Vater, danke, dass du unser guter Hirt bist. Dass du auf uns aufpasst, egal was wir machen. Dass du uns siehst, ob wir fröhlich sind, ob wir traurig sind, ob wir auf grünen Wiesen sind oder ob wir in einer dunklen Höhle uns verstecken, weil wir nicht mit uns zufrieden sind, weil wir schlechte Laune haben. Trotzdem siehst du uns. Oder auch wenn wir was ausgefressen haben, was nicht so schön war, was dir nicht gefällt. Herr, du liebst uns und du gibst alles für uns, wie ein guter Hirte für seine Schafe. Und deswegen vertraue ich dir auch unsere Kinder und alle, die jetzt zuschauen, für die kommende Woche an. Und dass wir uns auch bald wiedersehen. Egal, ob in der Kapelle oder in diesem Medium. Danke, dass wir durch dich verbunden sind. Amen. Die Zeit ist um, wir sagen Tschüss, macht's gut, wir müssen gehen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ein jeder geht mit neuem Mut, weil keiner es vergisst, dass Jesus als der beste Freund alle Tage bei uns ist. Wir danken unserem treuen Herrn, dass er uns Freude schenkt. Und dass er unsere Schritte selbst auf gute Wege lenkt. Auf Wiedersehen, tschüss, seid Gott befohlen und ich wünsche euch viel Spaß in der kommenden Woche. Tschüss!